Ungespielt. YouTube-Messias oder Meme-Kanal? Was würdet ihr sagen? Ist es YouTube-Messias oder Meme-Kanal? Das ist halt jetzt die große Frage. Ich weiß, also ich kann euch ehrlich gesagt nicht mal wirklich eine Meinung von mir dazu mitteilen. Ich gucke Unge halt wirklich mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, der reagiert halt fast nur auf Meme-Sachen, was ich ein bisschen schade finde. Aber er macht jetzt auch nichts Schlimmes. Ich finde ihn auch sympathisch. Ich kann es euch echt nicht sagen. Netten Worte. Wisst ihr, auf dem Kanal gibt es eigentlich nur negative Kritik. Egal, ob gegen die Öffentlich-Rechtlichen oder gegen FIFA-Gaming. Dabei steckt so viel mehr in mir drin. Zum Beispiel der Dito aus der Katja Krasavitsch-Box. Deswegen habe ich mir überlegt, dass... Geschmacklos. An hier solche Wörter wieder rauszutroppen. Wirklich, ich bin enttäuscht von Kuhn.tv. Wir wollen hier ganz entspannt drauf reagieren und er sagt jetzt schon wieder sowas. Ich bin hier im Twitch-Livestream. Ich habe Angst, jedes Mal gebannt zu werden. Dann kommt Kuhn.tv, startet sein Video und nach 12 Sekunden denke ich mir, ich muss abbrechen, weil das jetzt zu schlimm wird. Ich bin menschlich gesehen enttäuscht, wisst ihr? Was ich hier an mir angucken muss. Dass ich in einem neuen Format per Clickbait-Titel anfange, auch mal YouTuber positive Kritik zu geben und euch generell mal meine Meinung zu einigen Videokünstlern zu sagen. Denn wie soll ich Unge dazu bringen, auf mich zu reagieren, damit ich endlich die 1 Million Abonnenten erreiche, wenn ich ihn nie erwähne? Und das Video wäre auch fast der Hammer geworden, denn es gibt eine Goldgrube für lustige Clips. Ungespielt war nämlich vor etlichen Jahren mal bei Unterwegs und dabei zu sehen, eine Sendung vom WDR, wo man Wünsche erfüllt bekommen hat. Das Ganze sah halt ungefähr so hier aus. Das ist Momme. Hi. Großer Fan von dir. Ja, ich bin... Weiß gar nicht, was du sagen sollst. Ja, es ist krass. Das Ganze war auch eigentlich mega cool. Ich habe mich für den kleinen Jungen gefreut und ich fand es auch mega cool, dass Unge da überhaupt mitgemacht hat. Aber da waren einige sehr... Als hätte Kuhn.tv schon früher Unge angeschaut, ne? Das klingt jetzt so wie, ey, ich habe früher das Video angeguckt, ne? Weil ich war ein großer Unge-Fan. Ich habe mir das Video angeguckt, auch gerade wegen der Longboard-Tour und so. Das war voll cool, die Zeit. Und ich habe mich damals so sehr gefreut. Und ich muss das jetzt unbedingt einblenden. Nee, ich feiere, dass wir das rüberbringen. Ich find's lustig, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr lustige Szenen dabei. Zum Beispiel hat der Junge Aber Kuhn.tv cringe, alles gut. Irgendwann mal sowas hier gesagt. Und dann hat Unge ein Video hochgeladen. Da stand im Titel nur für seine Zuschauer. Und ich dachte so, boah, geil, das hat er extra für uns gedreht. Ich hab mich richtig gefreut. Und Unge so, ja, nur für euch. Genau. Aber WDR ist der Meinung, dass man dafür zwar Geld ausgegeben hat, man hat das geschnitten, produziert und hochgeladen, aber man kann es einfach nirgendwo mehr abrufen. Weder auf YouTube noch in der Mediathek oder sonst wo. Warum guckt keiner mehr Fernsehen? Aber kommen wir mal zum Unge aus der Gegenwart. Seit 2016 macht er seine Ungeklickt-Livestreams, laut dem Ungeklickt-Archiv seit 2018 fast täglich. Vor allem schaut euch mal bitte das erste Ungeklickt an. Traurig. Junge, das ist ja eine richtige Zeitreise. UpRed hatte einfach in irgendwelchen Schuhen gebadet. Und Miguel Pablo hat gerade den District gegen Herrerschrott. Oh mein Gott, Miguel Pablo, Herrerschrott. Das waren Zeiten, Leute. Der hat doch irgendein Lied noch rausgebracht, irgendeinen Track, der über sick war, der auch alles aus mir rausgeschallert hat, als ich mir das angehört habe. War das Armageddon? Wie hieß das? Das war geil. Das waren die besten Zeiten. Ja, das da war YouTube noch YouTube. Mittlerweile ist es ja einfach nur eine kommerzielle Werbeplattform. Finde ich sehr traurig. Früher noch wilde Kerle angeschaut, dann hat man YouTube angeschaut und jetzt kommt sowas. Das ist halt traurig. Rausgebracht. Ach Mensch, das waren noch Zeiten. Unge ist nämlich seit 2016 ein sogenannter Reaction-Livestreamer. Das heißt, er reagiert live auf Videos und postet dann Zusammenschnitte auf seinem YouTube-Account. Das Ganze finde ich halt auch überhaupt nicht schlimm. Voll viele meiner Zuschauer haben das einfach kritisiert. Er reagiert nur noch auf Videos und mal ganz im Ernst, Among Us ist auch kein richtiger Content. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir noch nie Among Us bei ihm angeschaut und ich sehe auch, dass er das übel oft streamt, aber ich werde es mir auch nicht angucken. Haben das einfach kritisiert. Ich meine, ich mache auf Kuchen.tv Uncut halt genau das Gleiche. Was ich daran sogar eigentlich ziemlich gut finde, ist die Tatsache, dass Unge dadurch halt kleinere Creator unterstützt und diese halt sehr gut nach oben pushen kann. Beispielsweise hat er eine Zeit lang auf jedes Video von ABK und Varion reagiert. Dadurch hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass beide relativ schnell die 1 Million Abonnenten erreicht haben. Und ja, Unge hat natürlich auch Geld für die Reactions bekommen, aber im Endeffekt hat er beide Creator trotzdem dabei unterstützt, eine größere Reichweite zu bekommen. Ja, und das finde ich halt schade an der Stelle, dass in Alpha Kevin hier außen vor gelassen wird, wahrscheinlich bewusst außen vor gelassen wird, weil er natürlich versucht, die Meinungsblocker-Creator, sage ich mal, so klein wie möglich zu halten, da sie dann eventuell auch mal gegen einen Unge schießen. Und da hat er natürlich ein großes Problem und möchte mich halt so klein wie möglich halten. Weißt du, der tut noch so auf gut, weißt du, der folgt mir auf Twitter, der hat auch schon ein paar Mal mit mir geschrieben, aber der tut halt nur jetzt auf gut, weil der halt nicht möchte, dass ich ihn komplett hops nehme, weil meine Reichweite mittlerweile zu groß geworden ist für ihn und deswegen möchte er uns klein halten. Das ist einem das Problem. Das ist das Problem, weshalb wir oder weshalb ich einfach nicht gepusht werde. Das ist schade. Wie ich schon verlauten habe, finde ich Unge auf jeden Fall mega sympathisch. Das geht sogar so weit, dass ich einen eigenen Unge-Schrein in meinem Zimmer habe. Oh, Unge.
Hol mich bitte bald nach Madeira. Dazu ist Unge halt auch einfach mega bodenständig geblieben. Was ich... Junge, für so einen kurzen Clip macht er sich Kerzen an und druckt einem... Also man merkt einfach, wie viel Langeweile er hat, um so einen Clip noch dazwischen rauszuhauen. Ihm ebenfalls wirklich sehr hoch anrechne. In YouTube Deutschland ist es ja eigentlich normal geworden, dass man halt zeigen muss, wie viel Geld man eigentlich hat. Ob das jetzt irgendwelche teuren Pokémon-Karten sind, irgendwelche Luxuskarossen, irgendwelche teuren Urlaube oder teure Klamotten. Ja, ich bin da auch ein bisschen drin gefangen. Man guckt, dass man halt nur jemand ist, wenn man halt irgendwelche teuren... Man hat einfach das Gefühl, wenn man sich YouTube Deutschland so anguckt, dass man halt nur jemand ist, wenn man halt irgendwelche teuren Statussymbole besitzt. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Unge ist, finde ich, da halt das perfekte Gegenbeispiel zu zeigen, dass man halt auch reich und erfolgreich sein kann, ohne dass man halt irgendwelche Rolex-Uhren in die Kamera zeigt, irgendein Lamborghini fährt oder sich halt ein Little Peep-Tattoo machen lässt. Spaß. Unge ist halt wahrscheinlich einer der reichsten YouTuber, die wir in Deutschland... in Madeira haben und trotzdem merkt man ihn das so halt überhaupt nicht an. Seine Bodenständigkeit, sage ich jetzt einfach mal, zeigt sich zum Beispiel auch da, dass viele Leute ihn ja so als König von Madeira sehen. Er sagt dazu Folgendes. Ich bin nur ein Mensch hier von über 200.000, die hier auf der Insel leben. Ich habe hier natürlich keinen, ich habe hier kein politisches Interesse, keinen Einfluss oder whatever. Ich führe hier mein Leben, aber jeder kann ja auch sein Leben hier führen. Selbst wenn 100.000 YouTuber, selbst wenn ein Aber hat nicht Unge mal gesagt, nach dieser Abdel-Dings-Sache, dass Abdel auch gerne wieder gehen darf oder sowas? Von seiner Insel? Hat er das nicht mal erwähnt? Nee, das ist wirklich... Oder nee, Tanzverbot, bei Tanzverbot wollte er das machen. Klar, ich meine, wir müssen schon wissen oder wir müssen schon anmerken, dass Unge schon auf Madeira derjenige ist, der den größten Einfluss hat. Der kann dich schlachten lassen. Ja, wenn der sagt, hier... Henker, Winkelgasse links oben, dann holt er dich raus. Und dann bist du dran. Und dann war's das. Deswegen, Unge hat dann natürlich eine Riesenmacht. ApoRed oder Leon Mascher herziehen, Nico, würde ich da nicht zu sagen. Ich würde nicht sagen, oh, Leon Mascher und ApoRed, ihr dürft hier nicht hinziehen. Das würde ich niemals mehr anmaßen. Was? Du bist nicht der König von Madeira? Ich hasse dich. Und ja, ich weiß, das ist eine komplett normale Meinung. Alles andere... Das will ich jetzt nicht sagen, ne? Man muss sich meine Einspieler fühlen. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, ich fühle die Einspieler gerade absolut gar nicht. Die sind so richtig random einfach eingeschnitten. Ne? Wäre halt super weird, aber ich kann mir sehr viele YouTuber in Deutschland vorstellen, die sich darauf doch einiges einbilden würden. Ich persönlich finde Unge ebenfalls in seinen Reactions wirklich mega sympathisch. Was ich da allerdings zu kritisieren habe, ist, dass die Themenauswahl halt wirklich super lame ist. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, die letzten 10 Streams seit dem 21.02. rauszusuchen und mir jeden YouTuber und jedes Oberthema aufzuschreiben, auf was er reagiert hat. Die Pokémon-Streams habe ich natürlich rausgelassen. Man merkt wieder, wie viel Langeweile Kuron-TV hat. Das ist dann einfach schade, dass er wirklich so viel Langeweile hat, dass er sich jetzt hier alles rausschreibt. Also da muss man auch einfach, ich finde, da muss man auch einfach ein zu dummer Mensch sein. Weil das waren halt so Special-Streams, sag ich mal. An dieser Stelle sei aber natürlich auch direkt gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, damit will ich weder Unge angreifen, noch euch sagen, dass ihr ihn haten sollt. Deswegen vergesst nicht... Habe ich gerade haten gehört? Sollen wir zu Unge gehen und haten? Oder war es jetzt anders gemeint? Es ist immer noch ein Meinungsblock und kein Faktenblock. Was die YouTuber-Auswahl angeht, da ist er sogar eigentlich ziemlich hoch angesiedelt. In den letzten 10 Streams hat er halt auf 30 verschiedene YouTuber reagiert. Allerdings ist die Themenauswahl... Naja. Von 43 Videos, die angeschaut wurden, sind halt 16 Memes gewesen, also circa ein Drittel. Dazu noch 8 Experimente und 7 Comedy-Videos. Das spiegelt sich natürlich auch auf den Uploads auf dem Kanal wieder. Gerade die Reactions auf Meme-Videos kann ich zum Beispiel einfach überhaupt nicht feiern, weil die halt immer genau gleich ablaufen. Unge pausiert jeden einzelnen Clip, um das vorzulesen, dann spielt er es ab, lacht halt oder nicht, nächster Clip, repeat. Ich persönlich finde das Vorlesen einfach mega nervig, weil es das Video halt alle paar Sekunden stoppt. Und so ein Meme geht ja nur so viel. 4-8 Sekunden. Unge, deine Zuschauer können lesen. Ja, das Schulsystem ist schlecht, aber so schlecht auch wieder nicht. Und dabei habe ich extra für Unge aufgehört, Milch zu trinken, weil es Gift ist. Auch seine Meinung in den Reactions kann ich mir halt wirklich immer mega gut geben, weil ich viele seiner Sichtweisen einfach sehr interessant finde. Naja, zumindest wenn es da halt irgendeine gibt. Also bei Memes oder Comedy-Videos gibt's jetzt nicht so viel Meinung zu haben. Oh, magischer Unge, soll ich lieber Milch trinken oder Mediakraft beitreten? Danke für nichts, Bro. Finde ich persönlich halt wirklich sehr, sehr schade, weil gerade das, was ich an Unge so schätze und was ihn für mich sympathisch macht, bringt er in den Streams für mich persönlich halt überhaupt nicht rüber. Ich will damit, by the way, nicht mal sagen, dass er auf mich reagieren muss, damit ich die 1 Million Abonnenten erreiche. Abonniert mich. Habe ich jetzt nicht so gefühlt, ja. Schade dann einfach. Auch, dass er jetzt hier nochmal das Milch-ist-Gift-Thema anspricht, finde ich sehr schade, weil über diesen Punkt sind wir eigentlich hinaus alle. Wir haben damit abgeschlossen und fanden das eigentlich schon alles schlimm genug. Und dass jetzt das Thema nochmal aufgegriffen wird, muss ich wirklich sagen, finde ich sehr schade. Millionen Abonnenten erreiche, aber einfach mal ein paar Reactions auf Videos, wo man seine Meinung mitbekommt, wären halt einfach Dufte.
Dufte, Alter, was ist los? Der nächste kleine Kritikpunkt, den ich habe, ist sein Zweitkanal. Denn er besitzt noch einen zweiten Reaction-Kanal, Holzinsel. Ich habe ja vor ungefähr 1,5 Jahren schon mal ein Video allgemein zu Reactions gemacht. Und da habe ich folgenden Kritikpunkt geäußert. Und dann, ganz weit unten, in den Tiefen der Beschreibung, Kanäle der im Video vorkommenden Personen, KuchenTV. Was nicht mal richtig ist, weil Manuel hat einen eigenen Kanal, aber egal. Sowas ist für mich einfach absolut respektlos. Nicht nur, dass du mein Video auf deinem Kanal mit ein paar billigen Kommentaren 1:1 hochlädst, verlinkst du alles und jeden über der Person, die das Video erstellt, dir den Content ermöglicht und dir quasi die Klicks geschenkt hat. Das Ganze hat sich auf dem Ungespielt-Account auch tatsächlich verbessert. Die Leute werden jetzt quasi ganz oben verlinkt. Unge hört also auf mich. Gib mir ein paar Bitcoins! Genauso wie bei der Reaction zu meinem Z-Max-Video. In der ersten Zeile steht der Titel des Videos, die zweite Zeile ist einfach komplett leer und in der dritten Zeile ist der Link zum Ungespielt-Kanal. Erst in der vierten Zeile, also wenn man die Beschreibung ausklappt, kommt halt mein Link. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich selber vorstellen, wie viele Leute die Beschreibung aufklappen, oder? Ja, das finde ich dann halt schade. Bevor ich mich jetzt zu dem ganzen Thema äußere, möchte ich mal ganz kurz auf den Inkev-Kanal gucken. Also ich kann halt irgendwie schon verstehen, dass es auf der vierten Zeile ist. Weil es ist auch, man gönnt ja dann trotzdem, wisst ihr? Also ich kann das schon verstehen, dass das so ist. Also verstehe ich nicht, warum sich KuchenTV jetzt hier aufregt. Deswegen, ja, keine Ahnung, wo das jetzt hier der Kritikpunkt ist. Das ist dann auch einfach blöd. Dann ist es so, ja. Okay, Svesti, ich grüß dich. Warum lässt du die zweite Zeile leer? Pack doch einfach die beiden Sachen nach oben, dann okay. Ist dein Kanal verlinkt und der Kanal, auf den du reagierst. Ich persönlich finde sowas halt ein bisschen respektlos, um ehrlich zu sein. Ich meine, ihr müsst mal überlegen. Ich mache mir die Mühe, ein Skript zu schreiben, zu recherchieren, ich nehme das auf, ich schneide das, ich render das, rendern ist auch Arbeit und ich lade das auch noch hoch. Also man muss jetzt wirklich einfach sagen, wenn Rendern Arbeit ist, dann ist nichts tun auch Arbeit. Also Rendern macht, also Rendern ist ja kein, also du kannst wirklich nicht sagen, dass Rendern Arbeit ist. Ist vielleicht irgendwo in deiner Arbeitszeit findet Rendern statt, aber Rendern ist da keine Arbeit, also du machst ja nichts. Du sitzt da und wartest einfach nur, bis das Video fertig komprimiert ist sozusagen und du das dann hochladen kannst. Also das ist jetzt, würde ich jetzt nicht als Arbeit direkt bezeichnen. Du drückst praktisch bloß auf einen Knopf, dann dauert es 10 Minuten, dann ist das Video fertig und dann kannst du es hochladen. Dann geht deine Arbeitszeit wieder weiter. Aber gut, das weiß natürlich Tim nicht, weil der ja seine Videos nicht schneidet. Reagiert dann drauf, womit ich überhaupt gar kein Problem habe. Kann er machen, alles cool. Aber wenn er das dann hochlädt und dann quasi nochmal Geld mit meinem Content verdient, wäre es halt schön, wenn ich einfach respektvoll in der Beschreibung so verlinkt werde, dass halt jeder sofort da draufklicken kann. YouTube-Zuschauer sind maximal faul. Keiner geht in die Beschreibung. Und die meisten, selbst wenn sie das Video gut gefunden haben, werden nicht KuchenTV eingeben, um mich zu abonnieren. Und ja, ich weiß, der Holzinsel-Kanal ist wirklich super klein und wahrscheinlich kennen mich auch 99% der Leute schon. Und es hätte wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht. Aber mir geht's da einfach um Respekt. Bei KuchenTV Uncut. Er hat gesagt, der Holzinsel-Kanal ist super klein. Er hat 200.000 Abonnenten. Ich muss mir erstmal was Neues zu trinken einschenken. Also, so jetzt. Das ist jetzt schon wieder ein indirekter Front gegen mich, oder? Der hat ja ganz genau gewusst. Chastnero hat über 200.000 Abonnenten. Und FireGoat und AlphaKevin haben unter 200.000 Abonnenten. Oder weniger als Holzinsel. Das ist schon krass. Das ist schon krass, mach nicht fertig. Zum Beispiel, also meinem Reaction-Kanal, haben manche Videos auch keine 10.000 Aufrufe. Das Video, auf das ich reagiert habe, kommt aber immer in die erste Zeile, weil ich es einfach respektvoll finde, dem Creator so viel Aufmerksamkeit wie möglich damit zu bescheren. Und der erste, zweite oder dritte Link in der Beschreibung ist halt das Beste, was du machen kannst. Dazu finde ich halt leider, dass er bei vielen Reactions auch sehr, sehr wenig sagt. Also er selber trägt halt quasi nichts dazu bei. Wenn ich reacte auf ein 10-Minuten-Video, dann geht das manchmal eine Stunde oder so, weil ich zu jedem Satz eine eigene Meinung habe und die raushaue. Und man muss es ja auch gar nicht so übertrieben machen. Aber einfach mal als Beispiel, weil ich es halt gesehen habe, seine Reaction zu meinem Z-Max-Video. Er bringt halt keine neue Sichtweise, hat jetzt auch keine krasse Meinung oder so. Er regt sich halt ein bisschen drüber auf, macht sich drüber lustig, blablabla. Lukas, danke, Bruder. Das war's eigentlich schon. Ich persönlich halte ja sehr viel von der Meinung von Unge. Und wenn er auf mich reagiert, dann finde ich das schon cool, weil man kriegt neue Sichtweisen mit. Wie denkt ein Unge darüber? Was sagt er zu diesem Punkt? Und man wird gepusht. Finde ich persönlich halt spannend, weil ich sehr viel von ihm halte. Aber da kam halt einfach überhaupt nichts. Da stellt sich für mich dann sowieso die Frage, warum reagierst du drauf, wenn du halt nichts dazu zu sagen hast? Ich habe bei Unge halt immer wieder das Gefühl, dass er so wenig Meinung wie möglich preisgibt, weil er einfach überhaupt nicht anecken möchte. Er möchte kein Beef, er möchte keine Streitigkeiten, er möchte einfach von jedem gemocht werden und sein Ding durchziehen. Ja. Ist an sich... Ey, muss ich Tim tatsächlich zustimmen? Ja, ich wollte gerade zugeben sagen. Ist ja auch gar nicht mal so schlimm, aber ob Reactions dann das Richtige sind, ist halt die nächste Frage. Wie gesagt, kommt mir nur so rüber, vielleicht stimmt's auch gar nicht. Haben mir allerdings auch sehr viele meiner Zuschauer... Kein Rückgrat, keine Meinung, einfach
Friends mit jedem keine Ecken, keine Kanten. Das stimmt, muss ich auch sagen, finde ich auch ein bisschen schade, weil Unge eigentlich damit halt noch ein bisschen mehr polarisieren könnte, würde er einfach mal seine Meinung dazu sagen. Ich finde auch, dass in Unge, wenn ich mir das so angucke, dass er einfach nicht seine Ansicht äußert, sondern einfach sich dem enthält, um halt nicht irgendwie gefrontet zu werden von jemand. Das fällt auf jeden Fall auf und ratet mal, warum der halt auf Memes reagiert, weil der kann da nichts verkehrt machen. Ne? Der lacht halt drüber, der kann aber bei niemandem sich unbeliebt machen und das ist es halt. Und wenn du halt wirklich mal deine Meinung äußerst und so, ich finde, das macht halt jemand auch direkt interessant. Gut, Unge hat sich halt schon im Laufe der Zeit halt immer interessanter gemacht, deswegen läuft bei ihm halt auch mega krass. Aber ich finde jetzt, seitdem der nur noch auf die Memes reagiert und so, finde ich ihn unfassbar langweilig. Ich habe damals eine Zeit lang wirklich ihn gerne geschaut, währenddessen ich was gegessen habe, erstmal Unge angeschaut oder so. Fand ich ganz nice, aber mit diesen Memes, ich kann damit nichts anfangen. Also vielleicht mal so, wenn ich gerade mal die Phase fühle, einfach mal so ein paar Memes anzugucken, ist das vielleicht ganz cool. Aber wenn das halt nur ist, also irgendwie schreckt mich das ab, das dann anzuschauen. Schauer geschrieben. Natürlich. Sachsenziege. Mach kein Auge. Ich möchte dich auch nochmal was zu Unge von früher sagen. Und da ist natürlich eine Aktion, um die kommt man bei Unge halt einfach nicht rum. Es ist natürlich die Longboard-Tour 2014, gemeinsam mit Dena, Julian Bam und Cheng. Sie sind vom nördlichsten Punkt in Deutschland auf Sylt, 40 Tage lang nur mit einem Longboard, bis nach Schloss Neuschwanstein im Süden gereist. Das Ganze haben sie dann täglich mit Vlogs dokumentiert. Und ich habe mir das jetzt für die Recherche nochmal angeguckt und das ist halt einfach wirklich mega geil, sich das einfach nochmal anzuschauen. Und gespielt hat dazu halt noch 40 Videos online, da kann man auf jeden Fall mal reingucken, vor allem wenn man das ich mitbekommen hat, ist wahrscheinlich eins der heftigsten Projekte, die es jemals in YouTube Deutschland gegeben hat. Ich hatte mal vor, das gleiche mit einem Eierhock zu machen, aber... Was Unge damals ebenfalls mega viel Reichweite beschert hat, war sein Hashtag Freiheit-Video, was er damals hochgeladen hat. Sein Video existiert zwar nicht mehr, aber es gibt halt gefühlt noch 100 Videos, die sich genau darauf beziehen. Unge war damals wie gefühlt halb YouTube Deutschland im Mediakraft-Netzwerk drin. Leider war er da nicht gerade sehr glücklich, denn laut seiner Aussage sind sie des Öfteren vertragsbrüchig geworden. Er wollte also aus dem Vertrag raus, allerdings hat Mediakraft ihn halt nicht rausgelassen. Und obwohl er einer der größten Creator des Netzwerks gewesen ist, konnte er zu dem Zeitpunkt halt nicht mal mit dem Geschäftsführer darüber reden. Als er sich dann einen Anwalt geholt hat, um sich halt rechtlich beraten zu lassen, hat ein Netzwerkmitarbeiter gesagt, dass sie ihn in die Privatinsolvenz schicken, wenn er da rechtlich gegen vorgeht. Ist auf jeden Fall eine krasse Drohung. Unge hat sich das natürlich nicht gefallen lassen und hat das... Ey, das war... Ey, ohne Scheiß, ne? Dieses Thema wegen dem Netzwerk. Heute würde da gar keinen Aufschrei mehr geben, weil irgendein Netzwerk irgendwas macht, weil kaum einer ist noch großartig in dem Netzwerk. Aber wie heftig das damals war, ne? Mit dem Netzwerk. Obwohl das ja eigentlich eine private Angelegenheit ist. Also nichts normalerweise für die Öffentlichkeit. Aber damals wurde das ja sogar in den Medien hochgepusht. Das wurde selbst auf... Ich weiß gar nicht, ob ZDF oder so oder RTL hat noch was dazu gesagt. Also wirklich auch im Fernsehen wurde das hochgepusht, das war richtig krass. Das Hashtag Freiheit-Video hochgeladen. Er hat dort erzählt, dass er mit Mediakraft unglücklich ist, dass sie ihn nicht aus dem Vertrag lassen und dass er den Kanal brachlegt. Auf dem Kanal sollte kein Video mehr kommen. Er hat extra einen neuen Kanal erstellt und hat da angefangen Videos zu machen. Was natürlich erstmal existenzbedrohend ist, weil wie viele Leute rübergehen, kannst du ja vorher nicht wissen. Naja, wir wissen ja alle, wie es geendet ist. Also der Privatinsolvenz ist er ganz knapp entkommen. Wirklich so ein kleines Stück. Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich zwar ein, zwei kleinere Kritikpunkte an Unge habe, ich aber immer noch finde, dass er YouTube Deutschland auf jeden Fall bereichert. Er ist ein sehr, sehr gutes Vorbild und hatte in seiner ganzen Karriere jetzt eigentlich keinen einzigen Skandal, wo er derjenige ist, der schlecht dastand. Er ist ebenfalls seit Jahren ein super erfolgreicher YouTuber. Früher mit Minecraft-Let's Plays, heute halt mit Reactions. Und über so einen langen Zeitraum auf einer schnelllebigen Plattform wie YouTube so erfolgreich zu bleiben, ist halt ebenfalls eine Sache, die man Unge einfach sehr hoch anrechnen muss. Was sagt ihr zu... Ja, ich finde es auch krass, ne, dass er stetig oder immer noch relevant ist. Ich würde sagen, er ist jetzt nicht mehr so wie vor einem Jahr. Also ich glaube, vor einem Jahr war es noch ein bisschen größer. Nichtsdestotrotz, bei dem läuft ja immer noch. Hier, guckt euch das mal an. Der hatte einfach in einer Woche vom 8. Dezember... Nee, das kann nicht sein. Er hat niemals an einem Tag 30 Millionen Aufrufe gemacht. Der macht 27 Millionen Aufrufe im Monat. Der hatte mal... Ich glaube, das ist sehr unrealistisch fast. Der hatte aber mal laut meinem Kenntnisstand mal 70 Millionen Aufrufe im Monat gemacht. Hier, 56 Millionen, 51, 54, 40. Und das wirklich durchweg.
Hier hat er wieder 53 Millionen, 31, 26. Also es geht jetzt natürlich ein bisschen nach unten. Das heißt, es hat sich hier, von hier bis hier halbiert. Man muss trotzdem sagen, es ist schon heftig. Es ist schon brutal, wie der auf jeden Fall abgegangen ist. Und wie groß er auch immer noch ist. Ich meine, wie viel der auch Geld hat, ne? Ist auch so Wahnsinn. Und er ist trotzdem auf dem Boden geblieben. Das muss man sagen, das muss man ihn auch hoch anrechnen. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele YouTuber, die dann sagen, hier, die holen sich jetzt das und das und das und das, was ich, Lamborghini, bla bla, zeigen das jeden und zeigen dann noch, wie viele Uhren die sich kaufen und was die für ein Haus, was sie sich für ein Haus gekauft haben, was für Luxusartikel irgendwo da sind. Ne, alles so materielle Dinge und bei Unge kommt das trotzdem irgendwie immer noch so rüber wie, ja, ich habe trotzdem noch die, zum Beispiel hat er das mal gesagt, ne, der hat doch die Schuhe von früher, wo er dann sagt, ja, das ist halt, das reicht dem halt. Ich mag das halt, wenn Menschen einfach bodenständig oder wenn Menschen gut mit Geld umgehen können.